Dormagen ist ein sehr, sehr gut geführter Verein. Die haben sehr, sehr gut talentierte junge Spieler. Und das gepaart mit vielen Erfahrenen wie Dennis Marquardt, Breuer. Und das ist einfach eine gute Mischung. Und es wirkt auf jeden Fall auch im Spielfeld so, als ob das eine homogene Truppe ist. Und deswegen ist einfach der Erfolg auch bei denen da. Ich glaube, es ist eine Mannschaft mit einer Mischung aus ein paar jungen, ein paar erfahrenen Spielern, die letztes Jahr nichts zu verlieren hatten, weil nach dem Chaos da die Jahre zuvor und die Mannschaft neu formiert war. Ja, und der Aufstieg ja sowieso auch nicht möglich war, die sehr unbefreit spielen konnten und halt auch, wie schon gesagt, ausgeschöpft haben, dass sie einige talentierte, ganz junge Spieler haben, zwei Junioren-Nationalspieler und ein paar Erfahrene, die schon mal ein bisschen zweite Liga gespielt haben. Aber die Mischung ist, glaube ich, einfach ganz gut. Ist ein sehr starker Gegner. Also ich habe Mordsrespekt vor dieser Mannschaft. Ich habe heute das Spiel gesehen von Dormagen gegen Wilhelmshaven letztes Jahr. Das war, glaube ich, das letzte Heimspiel von denen. Und die spielen sehr, sehr guten Ball. Und ich glaube, die haben sich in der Breite auch nochmal verstärkt. Das war so letztes Jahr mit einer der wenigen Schwachpunkte, dass sie halt einen kleinen Kader hatten. Und haben eine sehr gute Mischung mit jungen und erfahrenen Spielern. Und das passt bei denen. Ja, ich glaube, die Saison geht sich immer leichter an, wenn man das erste Spiel gewinnt. Nichtsdestotrotz gibt es danach noch genug Spiele, um auch bei einem Fehlstart alles wieder wettzumachen. Aber denken wir nicht dran, sondern wir fahren dahin, um dieses Spiel zu gewinnen. Und, einfach an seine Grenzen zu gehen. Also mir hat das sehr viel Spaß gemacht, auch so viel zu trainieren, auch wenn wir dann zweimal am Tag trainiert haben. Das war einfach mal komplett was anderes. Und mir hat es einfach Spaß gemacht zu sehen, dass man sich auch immer noch steigern kann und dass man einfach durch mehr Training einfach große Erfolge erzielen kann bei sich selbst. Und deswegen hat mir das eigentlich die Vorbereitung, man sagt zwar immer, es ist eine große Qual und man quält es dafür für die Saison, aber ich fand es sehr, sehr gut. Also Erik hat das auch sehr gut gemacht, sehr abwechslungsreich und ja, mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich wünsche mir natürlich, dass das ein sehr, sehr gut besuchtes Spiel wird. Also, ich meine, Dormagen hatte letztes Jahr, glaube ich, einen Schnitt von 1500 Leuten beim Spiel und ich hoffe einfach, dass auch sehr viele von uns diesmal mitkommen und diese Halle halt füllen und das vielleicht sogar mit stimmungsmäßig zu einem kleinen Heimspiel machen, sodass, wenn da 2000 Leute sind, 400 Fandorfer da sind, dann das wäre natürlich überragend und das wäre, glaube ich, auch so dieses Quäntchen, was wir noch vielleicht brauchen, um dieses Spiel halt erfolgreich zu bestreiten.